Hallo Leute, ciao von André Unger. Verbilligen geht nicht, habe ich in einem Video gesagt. Da kam die Frage, ja, aber wie schätzt du Pyramidisieren oder Scaling in? Gut, Pyramidisieren, wer das nicht kennt, bedeutet eine Position weiter aufbauen, soweit sie langsam in Gewinn ist. Also wir steigen hier ein, die Position geht weiter, wir haben Gewinne und wir steigen nochmal ein und so weiter. Also nach unten nicht, ich habe ja gesagt, schwache Aktie, macht keinen Sinn, long einzusteigen, aber jetzt ist die Aktie stark, die geht nach oben. Also es sollte Sinn machen, weitere Positionen einstellen, also weitere Stücke in unserem Portfolio zu stecken auf dieser Position. Habe ich gemacht? Ja, in der Vergangenheit schon. Was ich am Anfang gemacht habe, können Sie im E-Book Erfolgreich traden, so geht's, finden. Tradingweltmeister.de, die Webseite da unten. Dort können Sie dieses E-Book frei, gratis runterladen. Interessant. Und vielleicht können Sie auch mal kommentieren, wenn Sie das gelesen haben, was Ihre Meinung ist. Zurück zum Pyramidisieren. Wenn man nur vom Konzept geht, schwach, long ist schlecht, stark, long ist gut, dann in dem Fall wäre es natürlich in Ordnung. Aber wie passt das zum Trading? Generell hätten wir eine Position hier geöffnet und hier dann geschlossen. Es ist klar, dass diese Position wäre am besten, wenn wir alles hundertprozentig hier eingestiegen wäre und dann hundertprozentig hier ausgestiegen wäre. Hätten wir 1 hier, 2, 3, 4 und dann 5 hier, wäre es natürlich nicht so gut gewesen, wie alle 5 sofort am Anfang. Aber das ist mathematisch auch klar, weil die 5 hätten die ganze Strecke verdient. Aber das weiß man am Anfang nicht. Und es gibt Strategien, die pyramidisieren. Es gibt auch Strategien, die pyramidisieren einfach nach einer Theorie, eine Anti-Martingale-Theorie, dass wir unser Hebel nutzen können, sobald wir neue Gewinne haben. Und das ist in dem Fall ein Fehler. Wie können wir richtig pyramidisieren? Pyramidisieren ist okay, wenn wir ganze Ansatz vom Risikokontroll starten. Hier steige ich ein, ich habe einen Stop-Loss irgendwo und mit diesem Stop-Loss akzeptiere ich einen Verlust von 2%. Beispiel, 2% ist ein guter Beispiel, als ein Beispiel. Das heißt, mit meiner Positionsgröße wäre ich ausgestoppt, verliere ich 2% von meinem ganzen Account. Und das ist wichtig. Es bedeutet nicht, dass es 2% entfernt ist. Nein, es bedeutet, dass wenn es ausgedrückt wird, verliere ich mit dieser Positionsgröße 2%. Das ist es. Jetzt, nehmen wir an, die Position steigt und geht in Gewinn. Okay? Nach einer bestimmten Stelle haben wir so viel Gewinn, dass wir mit diesem Stop-Loss eigentlich etwas addieren könnten. Oder, noch schlauer, nehmen wir an, wir kommen zu dieser Stelle und wir ziehen unseren Stop nach, wie ein Trainingstop. Meine Meinung über Trainingstop haben Sie in einem anderen Video vermutlich schon gesehen. Sie können meinen Kanal abonnieren und dort bekommen Sie sofort mit dem roten Glöckchen die Nachrichten, wenn es neue Videos kommt. Aber generell abonnieren Sie und finden Sie alle anderen Videos, wo ich andere Konzepte schon besprochen habe. Also wie ein Trainingstop. Es geht. Jetzt ist aber unser Stop näher. Hätten wir hier die Position jetzt geschlossen, dann könnten wir zum Beispiel statt 2% 0,5% verlieren. Aber als unser eigenes Risikoansatz ist 2% okay. Dann könnten wir einfach sagen, diese Aktie ist stark, ich kann noch weitere Kontrakte addieren, einfach weil bei dieser Stoppstelle hätte ich sowieso auch mit den neuen Kontrakten immer einen maximalen Verlust von 2%. Mit der Originalposition 0,5, aber wenn ich jetzt einige Kontrakte addiere, einige Shares addiere, in jedem Fall bleibe ich bei 2%. Also wenn man vom Verlust von 2% maximal startet, kann man immer nachkalkulieren, wie groß meine Position sein könnte. Und wenn wir eine bestimmte
wichtige Stelle sind, wo wir eventuell Stücke addieren könnten, dann können wir kalkulieren, wie viele können wir addieren, sodass, wenn wir dann die Position eventuell im Verlust oder bei unserem Stop-Niveau schließen, nicht mehr als 2% verlieren. Und das ist in Ordnung, das ist okay. Es ist ja klar, dass wenn wir die Position größer machen, wenn es nach unten geht, dann verlieren wir schneller Geld, weil wir mehrere Aktien haben. Aber das ist das Konzept. Wenn wir das bei 2% von unserer totalen Kontogröße begrenzen, dann ist es für uns, weil unser Risikoansatz bei 2% okay ist, dann ist die ganze Geschichte okay. 2% ist ein Beispiel, okay? Nun, in dem Fall können wir mehr verdienen, wenn diese Aktie immer stärker und stärker wird, weil wir die Position größer machen und wir haben also wie bei den Optionen Gamma, es geht immer schneller nach oben. Immer starten vom Risikokalkulation. Was ist falsch in den Anti-Martingale-Ansätzen, die man manchmal auf YouTube oder bei anderen Online-Webinare reklamisiert? Dass diese starten normalerweise von den Margins und vom Hebel. In dem Fall, dieser Ansatz sagt, wenn du mehr Geld hast, kannst du mehr Geld investieren, weil du Hebel hast und so weiter. Und sobald du einige Gewinne hast, hast du schon mehr Geld, weil du die Gewinne hast und kannst schon mehr investieren. Aber das startet nur vom Kapital, vom Geld. Und wie viel Geld hast du und wie viel kannst du reinstecken. Aber es sagt nicht, wie viel willst du eventuell akzeptieren als Verluste. Das sagt nur, du hast mehr, kannst mehr reinstecken. Und das ist das Fehler. Diese Ansätze denken nicht, wie viel Risiko wir haben, wie viel Risiko wir eventuell akzeptieren. Wenn wir ein bestimmtes Top-Niveau haben, wo wir die Position schließen, können wir immer kalkulieren, wie viel wir dort verlieren. Aber wenn wir einfach nur die Kalkulation starten, mit wie viel Geld habe ich, wie viel kann ich im Markt stecken, dort haben wir Probleme. Weil wir von unserer Investor-Power starten, aber nicht von unserem Risikoprofil. Und dort müssen wir immer starten. Risiko kontrollieren, Risiko begrenzen, das ist der Schlüssel für die Trader, damit sie ein langes Leben im Trading-Bereich haben können. Sonst, wenn man nur vom Investor Power startet, wie viel kann ich reinstecken? Das ist leider eine Kurzstrecke zu Pleite. Ich meine, ich will jetzt nicht schlechtes sagen oder so. Es ist aber die Wahrheit. Wenn man zu viel investiert, ohne zu wissen, wie viel man verlieren kann, wenn man so macht, dann hat man echte Probleme. Man hat echte Probleme und diese muss man vermeiden, sonst hat man kein langes Leben im Trading. Risiko muss immer Startpunkt sein. Scaling in, pyramidisieren, kann in Ordnung sein, aber man muss Risiko begrenzen. Und die Kalkulation, wie viel man addieren kann, muss immer dort starten, von dem Punkt, wo man sagt, wenn ich die ganze Position schließe, wie viel verliere ich? Ist das unter meine Risikogrenze? Ja, okay, kann ich. Nein, soll ich nicht. Das war's, Leute. Ich hoffe, es hat in jedem Fall geholfen. Kommentieren Sie. Haben Sie einen Anti-Martingale-verrückten Ansatz oder haben Sie einen Risiko-Ansatz, wo Sie immer vom Risiko starten? Im zweiten Fall bin ich sicher, dann werden wir schon noch länger zusammen reden, weil Sie ja länger im Trading-Bereich sein werden. Ciao von André Unger, ciao, bis nächstes Mal und ich gehe jetzt zum Strand, die Sonne zu genießen. Das Wetter ist hier sehr gut und schön und Strand liegt 10 Minuten mit dem Wagen von meinem Haus und also nicht nur YouTube, sondern auch ein bisschen mehr. Ciao, ciao von André Unger.